Aus dem Land der aufgehenden Sonne haben 100 fest entschlossene Athleten die ultimative Herausforderung angenommen, um Ninja Warrior zu werden. Aufgeteilt in 4 außergewöhnliche und extreme Stages sehen sich die Konkurrenten dem ultimativen Test von Stärke und Willenskraft ausgesetzt bei ihrem Streben, der neue Champion zu werden. Viele fühlen sich berufen. Nur wenige sind auserkoren. Und jetzt lasst uns herausfinden, wer hart genug ist, um der nächste Ninja Warrior zu werden. Hallo zu Ninja Warrior, wo die Glühbirnen flackern, die Stahlträger glänzen, sich die Kameras drehen, die Arme verschränkt sind und die Anwärter kollektiv das ortsansässige Sägewerk grüßen. Oder in Tümpeln tauchen, Fliegengitter anschreien, vor Garagentüren schlafen, XXL Mikado spielen, durch Bonsai-Tunnel robben, Hochhausfensterfronten putzen, den eisernen Vorhang lüften oder in Zeitlupe durch Kirchen schwingen. Heute müssen sich 5 übrig gebliebene tapfere Recken der 3. Stage stellen. Diese erfreut heute mit einem brandneuen Hindernis, dem Vorhanggrapschen. Und wer da nicht ins Klo greift, kommt vielleicht bis zur finalen Stage. Aber mal ehrlich, wer will denn da schon hin? Ah, ich sehe schon. Er zum Beispiel. Na dann, auf geht's! Unser erster Freiwilliger hofft immer noch eines Tages, seine Schnürsenkel selber binden zu können und heißt Naoki. Er war schon öfters dabei, geht gerne zu Abenteuer-Event-Maniküre, jobbt als Phasenprüfer und fängt unheimlich gern Bälle. Aber die letzten Male ist er jeweils am Klippenkrallen gescheitert und hat danach erstmal einen Selbsthypnosekurs belegt. Inklusive Bademeisterlizenz. Wird er heute lang genug wach bleiben können, um es weiter zu schaffen? Also, ich weiß ja nicht, fit sieht irgendwie anders aus. Ganz zu schweigen von schnell und dynamisch. Mein Gott, der kommt ja kaum die Stufen hoch. Da bin ich ja schon froh, dass er bislang noch nicht ins Wasser gefallen ist. Allmählich scheint Naoki aus seiner REM-Phase zu erwachen und zieht jetzt erstmal den Pyjama aus. Vielleicht wird ihm ja ein starker Espresso wieder munter. Ah, zu spät, er ist schon wieder weggenickt. Ah, sein Körper zuckt. Er scheint bereits im Tiefschlaf zu sein. Nein, da hat er sich gerade rechtzeitig selbst wieder wachgerufen. Naoki macht sich jetzt auf zum ersten Hindernis, dem rollenden Würfel, um auch hier von einer kurzen Schlafattacke überrascht zu werden. Aber jetzt legt Naoki dann doch endlich los. Er macht es sich am rollenden Würfel bequem und ich kann nur hoffen, dass er es da oben nicht zu gemütlich findet. Der Mann pennt schließlich schneller weg als Professor Hastig auf Valium. Ja, Naoki ist nicht gerade schnell. Also eher langsam. Um nicht zu sagen, schneckenartig. Zeitlupinesk. Würde sich die Erde plötzlich anders herumdrehen, würde er sich jetzt rückwärts bewegen. Mit anderen Worten, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 3 bis 4 Tage. Was machen wir so lange? Jodeln. Nee, da vergesse ich immer den Text. Top schlagen? Kann ich die Spielregel nicht. Wer länger die Luft anhalten kann? Nee, wenn ich nicht meinen normalen Atemrhythmus habe, dann komme ich durcheinander und dann wird mir wieder schwindelig und ich werde wieder ohnmächtig und so. Dann weiß ich's auch nicht. Wie wär's denn mit Autokennzeichen raten? Ich erspare dir mal die Peinlichkeit und tu so, als ob das ein Scherz gewesen wäre. Wieso? Weil es hier im Studio keine Autos gibt und somit auch keine Kennzeichen. Und wenn es sie gäbe, hätten sie sowieso alle M für München. Also die Peinlichkeit hättest du mir wirklich ersparen können. Guck mal, Naoki schläft schon wieder ein. Aber sein persönlicher Brüllwecker Makoto hat ihn wachgeschrien. Jetzt kommt die Körperbrücke und ich befürchte Schlimmes. In dieser Position ist die Gefahr, dass Naoki das Ganze mit einem Wasserbett verwechselt, extrem hoch. Mach dir keine Sorgen. Selbst einem Langschläfer wie Naoki müsste auffallen, dass bei diesem Bett die Matratze fehlt. Soll aber anatomisch sehr gesund sein. Man vermeidet Druckpunkte und kann sich nicht verlegen. Und die schallabsorbierende Plexiglasscheibe am Kopfende lässt Schnarchern keine Chance. Außerdem ist auf der 5 Meter breiten Liegefläche genügend Platz für Sie und all Ihre Bademeisterfreunde. Also bestellen Sie noch heute Ihr neues Traumbett. Matratzen waren gestern, Wasserbetten sind heute. Hier ein zufriedener Kunde, der gleich wieder einschläft. Ja, leider ist Naoki an der Körperbrücke gescheitert, aber das merkt er sowieso nicht, weil er schon wieder pennt. Na dann, gute Nacht. Die Zeitlupe zeigt nochmal sämtliche Vorzüge dieses Luxusbettes. Cooles Design, viel Platz und eine automatische Dusche, wenn es Zeit zum Aufstehen ist. Ja, jetzt sieht er aber fit aus. Ja, er hat ja auch ausgeschlafen. Wo schaut denn der hin? Er schaut Naokis Schnürsenkeltechnik ab. Na, hoffentlich nicht auch seine Körperbrückentechnik. Und bis er die Schnürsenkelnummer so richtig drauf hat, schlüpft er noch selbst in seine Schuhe. Aber wir brauchen schon Schuhe, wo man doch hier die meiste Zeit sowieso hängt, klettert, klemmt oder badet. Oder hüpft und schwingt, wie hier sein Pygmäen-Chauffeur beim Alkoholtest. Aber Masaki ist heute nüchtern. Kunststück, er hat ja auch ein Alkoholpflaster auf den Unterarm geklebt. Na, hoffen wir, dass es hilft. Noch ein bisschen den körperlichen Entzug rausgezittert und dann schreitet er zur Tat. Und was macht er da jetzt? Er hat noch eine Flasche Raki Fanta gefunden. Davon müssen wir auch hier 10 Liter getrunken haben, bevor sie sein Porträt gezeichnet haben. Oder sie haben es von einem Monchichi abgemalt. Egal, er scheint sich drüber zu freuen, vielleicht klatscht er sich aber auch einfach nur den Alkohol aus dem Blut. Und schon geht's ab zum neu entwickelten Hightech-Alkoholtest, den die japanische Straßenverkehrswacht gerade eingeführt hat. Was hat denn bitte schön der rollende Würfel mit einem Alkoholtest zu tun? Ganz einfach, bei beiden gehst du zu Fuß nach Hause, wenn du versagst. Aber noch versucht sich Masaki hier mit seinen Armen durch den Parcours zu kämpfen. Das macht durchaus Sinn, auch wenn ich es lustiger fände, wenn er es mal mit seiner Nase versuchen würde. Ich fände es übrigens auch durchaus sinnvoll und lustig,
lustig, wenn du das Moderieren mal mit dem Gehirn versuchen würdest. Was ist das? Was? Moderieren? Ja, ich weiß, das ist ein Fremdwort für dich. Nein, ich meine das andere Wort, das du gesagt hast. Gehirn? Genau. Sag mir, dass du das nicht ernst meinst. Ich meine das nicht ernst. Im Ernst? Im Ernst und im Klaus und im rollenden Würfel ist Masaki richtig gut drauf. Halleluja, das war eine der hilflosesten Übergänge seit der Entdeckung des Feuers. Wann ist denn das Feuer erfunden worden? Vor ca. 500.000 Jahren. Ah, ist das vor oder nach der Entdeckung des Fernsehers? Vor. Ganz knapp vor. Und der Fernseher ist keine Entdeckung, sondern eine Erfindung. Also deine Allgemeinbildung ist wirklich erbärmlich. Der Fernseher ist doch keine Erfindung, den gibt es wirklich. Und wie? Ansonsten wären wir zwei doch gar nicht hier und könnten Masaki jetzt dabei zusehen, wie er sich ausnüchtert. Manchmal wünschte ich mir, der Fernseher wäre nie erfunden worden. Und ich wünschte, ich hätte damals den Berufswunsch meiner Mama beherzigt und wäre Crash-Test-Dummy für Dreiräder geworden. Aber dann würdest du ja verpassen, wie gut sich Masaki hier noch am zweiten Hindernis der Körperbrücke schlägt. Auch wenn er sich nicht direkt mit ihr schlägt, denn er ist ja ein sehr friedfertiger Mensch. Ich würde aber auch deine grenzdebilen Wortspiele verpassen. Und da ich kein friedfertiger Mensch bin, würde ich obendrein auch dir gerne eine verpassen. Dabei fällt mir ein, dass ich heute Morgen den Bus verpasst habe. Aber das war gar nicht so schlimm, denn ich war ja schon hier, weil ich von gestern auf heute hier übernachtet habe. Wieso? Hast du deinen Hausschlüssel vergessen? Nein. Den Heimweg vergessen? Auch nicht. Den Ausgang nicht gefunden? Zugegeben, am wahrscheinlichsten, aber auch falsch. Ich komme wohl nicht drauf. Du hast mich gestern hier einfach eingesperrt. Ach stimmt, jetzt fällt's mir wieder ein. Warum nochmal? Weil du nicht wolltest, dass ich mit zu dir komme, um dir meine Kaulquappenzucht vorzuführen. Richtig, ein guter Grund. Absolut. Und das Vorhanggrapschen ist für Masaki jetzt ein guter Grund, seine Froschposition aufzugeben. Was wäre denn für dich mal ein guter Grund, deine Position hier aufzugeben? Ein Job, bei dem es eine bessere Kantine gibt. Wir haben gar keine Kantine. Ah, dann ist das mein selbstgekochtes Essen, das ich mir von zu Hause mitbringe, das so grauenhaft schmeckt? Dafür bringt sich Masaki selbst zum Vorhanggrapschen mit und versucht sich jetzt als allererster Teilnehmer überhaupt an diesem Hindernis. Ja, Masaki ist ein Ordnungsfetischist und er trägt keine Bügelfalten im Vorhang. Also versucht er ihn hier mit der Hand glatt zu streichen. Und eine Reinigung hätte er auch mal wieder nötig. Dein Wunsch ist ihm Befehl. Ich meinte eigentlich den Vorhang. Jedenfalls hat Masaki jetzt etwas Wasser in seine Dampfbügeleisenhände nachgefüllt. Ja, das Vorhanggrapschen wurde ihm zum Verhängnis. Hoffen wir mal, dass er diese Disziplin nun nicht daheim am Kleiderschrank seiner Frau übt. Ja, und schau mal, der Vorhang ist ja viel zu kurz, da können alle seine Badewanne sehen. Tja, was schnauft er denn da jetzt gerade? Er sagt, dass es ihn nicht stört, da er sowieso immer in Shorts badet, weil seine Waschmaschine kaputt ist. Guck mal, der versteht Naoki Schnürsenkeltechnik nicht. Das ist Bunpei, er ist 36 Jahre alt, 1,98 Meter groß und spielt noch gern im Sandkasten. Das kann ich gut verstehen, für die Hüpfburg ist er nämlich schon zu alt. Hier sucht er im Internet nach dem nahegelegensten Kinderspielplatz. Hat aber offensichtlich nur eine verlassene Baustelle mit unfertigem Mauerwerk gefunden und kein Wunder, dass ihm da die Lust zum Spielen vergeht. Er war dann erstmal trotzig und hat allem die Zunge rausgestreckt, was ihm vor die Nase kam. Zur Strafe hat seine Mama ihm 2 Wochen Hausarrest mit Gartenarbeit aufgegeben. Er musste Gartenbäume ohne Leiter stutzen. Zudem muss er sich um das Tomatenbeet kümmern, darf aber dabei den Boden nicht mehr berühren. Kaugummi ist auch gestrichen, darum kaut er jetzt auf der Zunge rum. Ab heute hat er von Mutti eine Sondererlaubnis von seinem Hausarrest erhalten. Er hat extra für die 3. Stage von Ninja Warrior Ausgang bekommen. Dafür muss er die getragene Ballonseide-Unterwäsche von Opi tragen. Tja, Strafe muss sein. Ja, da kann man schon mal schwer atmen, das ist auch eklig. Aber tröste dich, Bunpei, wenn alles schief läuft, erlöst sich doch ein erfrischendes Bad. So, jetzt wird's aber ernst. Was soll denn das heißen? Was genau verstehst du denn nicht? Was jetzt ernst werden soll? Wenn die vom Sender gewollt hätten, dass hier irgendwann mal irgendetwas ernst wird, hätten die Ulrich Wickert verpflichtet. Und nicht uns. 2 grenzdebile, unzurechnungsfähige 3-Groschen-Romanautoren, die sich einmal in der Woche in der Waschmaschine die Haare waschen. Frechheit, nur weil du nicht weißt, wie man eine Waschmaschine benutzt, kannst du das doch nicht gleich auf mich übertragen. Dann entschuldige, wenn ich dir Unrecht getan habe. Ich lade dich dafür heute Abend auf ein Getränk ein. Entschuldigung angenommen. Aber heute Abend kann ich leider nicht. Ich habe heute meinen Badetag im Geschirrspüler. Offensichtlich hat Bunpei heute keinen Badetag. Er ist jetzt am zweiten Hindernis. Obwohl er sicherlich gerne einmal Opis getragene Ballonseide-Unterwäsche durchspülen würde. Bei dem Brackwasser bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die Wäsche sauber oder zersetzt wird. Ich jedenfalls setze mein letztes Hemd heute auf Bunpei. Der macht mir einen sehr frischen Eindruck. Du hast heute aber gar kein Hemd an. Sondern? Schwimmflügel. Ah, richtig, ich Schlüssel. Da war ich wohl gestern mit dem Hemd in der Badewanne. Ich wusste, irgendwas habe ich verwechselt. Tust du mir einen Gefallen? Gern. Verwechsel doch mal bitte für eine Stunde ein- und ausatmen mit Luft anhalten. Aber da musst du ja ganz alleine weiter kommentieren. Du schlaues Kerlchen, du. Das ist aber schlecht. Wieso? Weil ich vorhin deinen Text mit meiner Steuererklärung verwechselt habe und du die nächsten 12 Minuten unpassenderweise Paragraphen und Zahlen vorlesen würdest, während durchtrainierte Japaner an irgendwelchen Dingen baumeln. Das wäre bei Weitem immer noch passender als das, was wir sonst dazu kommentieren. Na dann, viel Vergnügen. Also, die steuerpflichtige Person Bunpei mit der Identifikationsnummer 99 hat sich gerade noch seinen festgesetzten Ellenbogen gedehnt und hofft jetzt den richtigen Religionsschlüssel für das Vorhanggrapschen zu finden. Er scheint noch genügend Kraft in der Sparzulage zurückgelegt zu haben. Jetzt muss er behutsame Vorsorgeaufwendungen betreiben, denn ein falscher Griff und er landet im Wasser.
Besitzer und kann sich seine Entgeltersatzleistung abschminken. Aber Bunpei macht hier Werbungskosten für sich. Das sieht nicht mehr weit aus. Das sieht nach einer machbaren Entfernungspauschale aus. Jawohl, Bunpei hat es geschafft. Und wenn du jetzt nicht sofort wieder mitmachst, erzähle ich dem Finanzamt, dass du deine Comics von der Steuer absetzt. Und ja, du hast recht, die Steuererklärung vorzulesen ist unpassend. Dafür passt das Klippenkrallen wunderbar zum Vorhangrapschen. Die paar Kraftreserven, die man am Vorhang nämlich noch nicht aufgebraucht hat. Gehirn? Genau. Sag mir, dass du das nicht ernst meinst. Ich meine das nicht ernst. Im Ernst? Im Ernst und im Klaus und im rollenden Würfel ist Masaki richtig gut drauf. Halleluja, das war eine der hilflosesten Übergänge seit der Entdeckung des Feuers. Wann ist denn das Feuer erfunden worden? Vor circa 500.000 Jahren. Ah, ist das vor oder nach der Entdeckung des Fernsehers? Vor. Ganz knapp vor. Und der Fernseher ist keine Entdeckung, sondern eine Erfindung. Also deine Allgemeinbildung ist wirklich erbärmlich. Der Fernseher ist doch keine Erfindung, den gibt es wirklich. Und wie? Ansonsten wären wir zwei doch gar nicht hier und könnten Masaki jetzt dabei zusehen, wie er sich ausnüchtert. Manchmal wünschte ich mir, der Fernseher wäre nie erfunden worden. Und ich wünschte, ich hätte damals den Berufswunsch meiner Mama beherzigt und wäre Crash-Test-Dummy für Dreiräder geworden. Aber dann würdest du ja verpassen, wie gut sich Masaki hier noch am zweiten Hindernis, der Körperbrücke, schlägt. Auch wenn er sich nicht direkt mit ihr schlägt, denn er ist ja ein sehr friedfertiger Mensch. Ich würde aber auch deine grenzdebilen Wortspiele verpassen und da ich kein friedfertiger Mensch bin, würde ich obendrein auch dir gerne eine verpassen. Dabei fällt mir ein, dass ich heute Morgen den Bus verpasst habe. Aber das war gar nicht so schlimm, denn ich war ja schon hier, weil ich von gestern auf heute hier übernachtet habe. Wieso? Hast du deinen Hausschlüssel vergessen? Nein. Den Heimweg vergessen? Auch nicht. Den Ausgang nicht gefunden? Zugegeben, am wahrscheinlichsten, aber auch falsch. Ich komme wohl nicht drauf. Du hast mich gestern hier einfach eingesperrt. Ach stimmt, jetzt fällt's mir wieder ein. Warum nochmal? Weil du nicht wolltest, dass ich mit zu dir komme, um dir meine Kaulquattenzucht vorzuführen. Richtig, ein guter Grund. Absolut. Und das Vorhanggrapschen ist für Masaki jetzt ein guter Grund, seine Froschposition aufzugeben. Was wäre denn für dich mal ein guter Grund, deine Position hier aufzugeben? Ein Job, bei dem es eine bessere Kantine gibt. Wir haben gar keine Kantine. Ah, dann ist das mein selbstgekochtes Essen, das ich mir von zu Hause mitbringe, das so grauenhaft schmeckt? Dafür bringt sich Masaki selbst zum Vorhanggrapschen mit und versucht sich jetzt als allererster Teilnehmer überhaupt an diesem Hindernis. Aus dem Land der aufgehenden Sonne haben 100 fest entschlossene Athleten die ultimative Herausforderung angenommen, um Ninja Warrior zu werden. Aufgeteilt in 4 außergewöhnliche und extreme Stages sehen sich die Konkurrenten dem ultimativen Test von Stärke und Willenskraft ausgesetzt bei ihrem Streben, der neue Champion zu werden. Viele fühlen sich berufen. Nur wenige sind auserkoren. Und jetzt lasst uns herausfinden, wer hart genug ist, um der nächste Ninja Warrior zu werden. Hallo zu Ninja Warrior, wo die Glühbirnen flackern, die Stahlträger glänzen, sich die Kameras drehen, die Arme verschränkt sind und die Anwärter kollektiv das ortsansässige Sägewerk grüßen. Oder in Tümpeln tauchen, Fliegengitter anschreien, vor Garagentüren schlafen, XXL Mikado spielen, durch Bonsai-Tunnel robben, Hochhausfensterfronten putzen, den eisernen Vorhang lüften oder in Zeitlupe durch Kirchen schwingen. Heute müssen sich 5 übrig gebliebene tapfere Recken der dritten Stage stellen. Diese erfreut heute mit einem brandneuen Hindernis, dem Vorhanggrapschen. Und wer da nicht ins Klo greift, kommt vielleicht bis zur finalen Stage. Aber mal ehrlich, wer will denn da schon hin? Ah, ich sehe schon. Er zum Beispiel. Na dann, auf geht's! Unser erster Freiwilliger hofft immer noch eines Tages, seine Schnürsenkel selber binden zu können und heißt Naoki. Er war schon öfters dabei, geht gerne zu Abenteuer-Event-Maniküre, jobbt als Phasenprüfer und fängt unheimlich gern Bälle. Aber die letzten Male ist er jeweils am Klippenkrallen gescheitert und hat danach erstmal einen Selbsthypnosekurs belegt. Inklusive Bademeisterlizenz. Wird er heute lang genug wach bleiben können, um es weiter zu schaffen? Also, ich weiß ja nicht, fit sieht irgendwie anders aus. Ganz zu schweigen von schnell und dynamisch. Mein Gott, der kommt ja kaum die Stufen hoch. Da bin ich ja schon froh, dass er bislang noch nicht ins Wasser gefallen ist. Allmählich scheint Naoki aus seiner REM-Phase zu erwachen und zieht jetzt erstmal den Pyjama aus. Vielleicht wird ihm ja ein starker Espresso wieder munter. Ah, zu spät, er ist schon wieder weggenickt. Ah, sein Körper zuckt, er scheint bereits im Tiefschlaf zu sein. Nein, da hat er sich gerade rechtzeitig selbst wieder wachgerufen. Naoki macht sich jetzt auf zum ersten Hindernis, dem rollenden Würfel, um auch hier von einer kurzen Schlafattacke überrascht zu werden. Aber jetzt legt Naoki dann doch endlich los. Er macht es sich am rollenden Würfel bequem und ich kann nur hoffen, dass er es da oben nicht zu gemütlich findet. Der Mann pennt schließlich schneller weg als Professor Hastig auf Valium. Ja, Naoki ist nicht gerade schnell. Also eher langsam. Um nicht zu sagen, schneckenartig. Zeitlupenesk. Würde sich die Erde plötzlich anders herumdrehen, würde er sich jetzt rückwärts bewegen. Mit anderen Worten, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 3 bis 4 Tage. Was machen wir so lange? Jodeln. Nee, da vergesse ich immer den Text. Top schlagen? Kann ich die Spielregel nicht. Wer länger die Luft anhalten kann? Nee, wenn ich nicht meinen normalen Atemrhythmus habe, dann komme ich durcheinander und dann wird mir wieder schwindelig und ich werde wieder ohnmächtig und so. Dann weiß ich's auch nicht. Wie wär's denn mit Autokennzeichen raten? Ich erspare dir mal die Peinlichkeit und tu so, als ob das ein Scherz gewesen wäre. Wieso? Weil es hier im Studio keine Autos gibt und somit auch keine Kennzeichen. Und wenn es sie gäbe, hätten sie sowieso alle M für München. Also die Peinlichkeit hättest du mir wirklich ersparen können. Guck
mal, Naoki schläft schon wieder ein. Aber sein persönlicher Brüllwecker Makoto hat ihn wachgeschrien. Jetzt kommt die Körperbrücke und ich befürchte Schlimmes. In dieser Position ist die Gefahr, dass Naoki das Ganze mit einem Wasserbett verwechselt, extrem hoch. Mach dir keine Sorgen. Selbst einem Langschläfer wie Naoki müsste auffallen, dass bei diesem Bett die Matratze fehlt. Soll aber anatomisch sehr gesund sein. Man vermeidet Druckpunkte und kann sich nicht verlegen. Und die schallabsorbierende Plexiglasscheibe am Kopfende lässt Schnarchern keine Chance. Außerdem ist auf der 5 Meter breiten Liegefläche genügend Platz für Sie und all Ihre Bademeisterfreunde. Also bestellen Sie noch heute Ihr neues Traumbett. Matratzen waren gestern, Wasserbetten sind heute. Hier ein zufriedener Kunde, der gleich wieder einschläft. Ja, leider ist Naoki an der Körperbrücke gescheitert, aber das merkt er sowieso nicht, weil er schon wieder pennt. Na dann, gute Nacht. Die Zeitlupe zeigt nochmal sämtliche Vorzüge dieses Luxusbettes. Cooles Design, viel Platz und eine automatische Dusche, wenn es Zeit zum Aufstehen ist. Ja, jetzt sieht er aber fit aus. Ja, er hat ja auch ausgeschlafen. Wo schaut denn der hin? Er schaut Naokis Schnürsenkeltechnik ab. Na, hoffentlich nicht auch seine Körperbrückentechnik. Und bis er die Schnürsenkel nochmal so richtig drauf hat, schlüpft er noch selbst in seine Schuhe. Aber wir brauchen schon Schuhe, wo man doch hier die meiste Zeit sowieso hängt, klettert, klemmt oder badet. Oder hüpft und schwingt, wie hier sein Pygmäen-Chauffeur beim Alkoholtest. Aber Masaki ist heute nüchtern. Kunststück, er hat ja auch ein Alkoholpflaster auf den Unterarm geklebt. Na, hoffen wir, dass es hilft. Noch ein bisschen den körperlichen Entzug rausgezittert und dann schreitet er zur Tat. Und was macht er da jetzt? Er hat noch eine Flasche Raki Fanta gefunden. Davon müssen die auch hier 10 Liter getrunken haben, bevor sie sein Porträt gezeichnet haben. Oder sie haben es von einem Monchichi abgemalt. Egal, er scheint sich drüber zu freuen, vielleicht klatscht er sich aber auch einfach nur den Alkohol aus dem Blut. Und schon geht's ab zum neu entwickelten Hightech-Alkoholtest, den die japanische Straßenverkehrswacht gerade eingeführt hat. Was hat denn bitte schön der rollende Würfel mit einem Alkoholtest zu tun? Ganz einfach, bei beiden gehst du zu Fuß nach Hause, wenn du versagst. Aber noch versucht sich Masaki hier mit seinen Armen durch den Parcours zu kämpfen. Das macht durchaus Sinn, auch wenn ich es lustiger fände, wenn er es mal mit seiner Nase versuchen würde. Ich finde es übrigens auch durchaus sinnvoll und lustig, wenn du das Moderieren mal mit dem Gehirn versuchen würdest. Was ist das? Was? Moderieren? Ja, ich weiß, das ist ein Fremdwort für dich. Nein, ich meine das andere Wort, das du gesagt hast. Ja, Masaki ist ein Ordnungsfetischist und er trägt keine Bügelfalten im Vorhang. Also versucht er ihn hier mit der Hand glatt zu streichen. Und eine Reinigung hätte er auch mal wieder nötig. Dein Wunsch ist ihm Befehl. Ich meinte eigentlich den Vorhang. Jedenfalls hat Masaki jetzt etwas Wasser in seine Dampfbügeleisenhände nachgefüllt. Ja, das Vorhangrapschen wurde ihm zum Verhängnis. Hoffen wir mal, dass er diese Disziplin nun nicht daheim am Kleiderschrank seiner Frau übt. Ja, und schau mal, der Vorhang ist ja viel zu kurz, da können alle seine Badewanne sehen. Tja, was schnauft er denn da jetzt gerade? Er sagt, dass es ihn nicht stört, da er sowieso immer in Shorts badet, weil seine Waschmaschine kaputt ist. Guck mal, der versteht Naoki Schnürsenkeltechnik nicht. Das ist Bunpei. Er ist 36 Jahre alt, 1,98 Meter groß und spielt noch gern im Sandkasten. Das kann ich gut verstehen. Für die Hüpfburg ist er nämlich schon zu alt. Hier sucht er im Internet nach dem nahegelegensten Kinderspielplatz. Hat aber offensichtlich nur eine verlassene Baustelle mit unfertigem Mauerwerk gefunden und kein Wunder, dass ihm da die Lust zum Spielen vergeht. Er war dann erstmal trotzig und hat allem die Zunge rausgestreckt, was ihm vor die Nase kam. Zur Strafe hat seine Mama ihm 2 Wochen Hausarrest mit Gartenarbeit aufgegeben. Er musste Gartenbäume ohne Leiter stutzen. Zudem muss er sich um das Tomatenbeet kümmern, darf aber dabei den Boden nicht mehr berühren. Gummi ist auch gestrichen, darum kaut er jetzt auf der Zunge rum. Ab heute hat er von Mutti eine Sondererlaubnis von seinem Hausarrest erhalten. Er hat extra für die 3. Stage von Ninja Warrior Ausgang bekommen. Dafür muss er die getragene Ballonseideunterwäsche von Opi tragen. Tja, Strafe muss sein. Ja, da kann man schon mal schwer atmen, das ist auch eklig. Aber tröste dich, Bunpei, wenn alles schief läuft, erlöst sich doch ein erfrischendes Bad. So, jetzt wird's aber ernst. Was soll denn das heißen? Was genau verstehst du denn nicht? Was jetzt ernst werden soll? Wenn die vom Sender gewollt hätten, dass hier irgendwann mal irgendetwas ernst wird, hätten die Ulrich Wickert verpflichtet. Und nicht uns. 2 grenzdebile, unzurechnungsfähige 3-Groschen-Romanautoren, die sich einmal in der Woche in der Waschmaschine die Haare...